Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal FPV Hans. Heute mit einer weiteren Ausgabe des äußerst beliebten Formates SimCheck. Und zwar habe ich mir heute den AI Drone SimU vorgenommen. Der ist mir letzte Tage erst über den Weg gelaufen. Der sieht ganz interessant aus. Ich habe mir die Basisversion gekauft. Die hat bei Steam 25 Euro gekostet. Und habe mir dazu noch einen DLC geholt, aber der ist umsonst, da gab es eine fantastische große Map dazu, da kommen wir aber gleich zu. Erstmal schauen wir uns wie immer das Ganze an. Das ist der Startbildschirm, ich habe die Musik, die sehr nervig laut am Anfang ist, schon runtergeregelt. Das geht hier im Audio-Menü, ich mache es sogar noch ein bisschen leiser. Ah, ist schon okay so. Ich habe nämlich Kopfhörer auf und da höre ich die ganze Zeit sehr laut die Musik. Fangen wir an. Als allererstes, wenn ich einen Simulator starte, gehe ich immer ins Controller-Menü und stelle da meine Funke ein. Das hat hier hervorragend funktioniert. Das war total simpel. Die waren am Anfang, waren die Sticks nicht zugeordnet und die habe ich dann hier einfach, klickst du drauf und dann kannst du Achse zuweisen zum Bewegen. Und das ist Gas, also gebe ich Gas. Dann sagt er, den Joystick über die volle über den vollen Bewegungsraum bis zum Anschlag bewegen. Und fertig klicken. Und dann hat er das alles direkt perfekt kalibriert. Muss man nur einmal durch und dann ist gut. Die eine Achse hier, den Pitch musste ich invertieren, weil das wurde falsch rum erkannt und das war echt unangenehm. Aber das, dafür haben diese ganzen Simulatoren diese Schalter hier eingebaut zum Invertieren und fertig ist. Gut. Als nächstes gehe ich dann immer zu den, will ich mir noch die Schalter belegen, das habe ich bei den Tastatureingaben gemacht. Und da habe ich eigentlich hier nur Quad zurücksetzen auf einen von meinen Schaltern gelegt. Und guck mal, zurücksetzen, Rennen neu starten mache ich auch, das mache ich den Schalter daneben. Dann kann ich immer überlegen, ob sich das lohnt, wenn ich jetzt ein Rennen fliege, das neu zu starten oder nicht. Genau. Dann gehen wir mal alles hier durch. Wir haben ein Modell, das wir auswählen können. Und hier sind so ein paar Standardmodelle eingefügt. Default 5-Inch Model Beta 95X V3 HD. Was ist das? Couchout Cinematic Cheap 5-Inch. Das wäre, glaube ich, dann meins, mein Profil, wenn ich hier fliegen würde. Ich glaube, den nehme ich gleich auch mal. Und dann gibt es hier noch so den Synapse V2 Tiny Hawk 2 Micro. Das ist nice. Das ist nämlich eine Tiny Whoop. Und den Vega Gravity kenne ich leider gar nicht. Aber ich glaube, ich gehe echt mal mit dem Cheap 5-Inch. Yep. Alles klar. Was kann man hier machen? Neues Modell. Das ist nämlich, glaube ich, hier das was ganz Besonderes in dem Simulator. Man kann quasi seine eigene Drohne extrahieren aus einem Blackbox, aus einer Blackbox-Datei und die dann hier reinladen. Und dann soll der wohl deine Drohne perfekt nachahmen. Allerdings habe ich mit Blackbox überhaupt nichts zu tun und ich bin nur für den Spaß am Fliegen hier, deshalb nehme ich jetzt die Cheap 5-Inch und versuche damit mal hier ein bisschen einen Einblick zu gewährleisten. Was gibt es hier? Modelleinstellungen, da kann man wahrscheinlich, ja genau, hier kann man die Gravitation, Masse, alles wohl ganz genau einstellen, dass es so passt oder man kann es sich dann so nah wie möglich an die Realität dran machen. Ich bin denn einmal schon kurz geflogen und ich finde es gar nicht so schlecht, wie alles hier eingestellt ist. Deshalb lasse ich das auch erstmal so. Genau. Zurück, speichern und zurück. Was haben wir noch? Wir haben Modelleinstellungen, Quad-Profil. Ah, guck mal, hier kann man die Rates einstellen, aber das lasse ich auch alles so. Controller haben wir, Tastatureingabe haben wir, Benutzereinstellungen. Ah, guck mal hier, kann man die Sticks, habe ich an, Race Line, Quad Kollisionscheck aktivieren, ne, das mache ich nicht. OSD Fadenkreuz, ne, bloß nicht. Motoren, ja, das ist so ganz komisch, dann sieht man unten rechts die Motoren und welcher sich wie stark dreht, das lasse ich einfach mal alles auf den Standards hier. Längeneinheit, Zoll, Zentimeter, ist schon richtig eingestellt, ist alles auf Deutsch, perfekt. Macht erstmal einen super wertigen, modernen Eindruck.
Da hat es auch erst dieses Jahr, glaube ich, einen Contest gegeben, nämlich einen Videocontest auf dieser zusätzlich downloadbaren Map. Genau, und das lohnt sich auf jeden Fall auf der Steam-Seite, sich da die Gewinner mal anzugucken, weil die haben richtig nice Videos gedreht. So, gucken wir mal. Benutzereinstellungen haben wir, Audio, waren wir gerade schon, Video, schauen wir mal. Alles auf episch. Ich hab da nichts verstellt, das lassen wir so, wie es ist. Und hoffen, dass das in Zusammenarbeit mit dem Aufnahmetool, was ich hier laufen habe, auch so gut funktioniert, wie es beim letzten Mal testen funktioniert hat. Credits gucken wir uns jetzt nicht an. Alles klar. Strecke wählen und spielen. Ich glaube, wir haben alles hier durch auf der Startseite. Ich kann ja mal hier einmal zeigen, was es alles gibt, weil wir schaffen es auf keinen Fall, die alle durchzugehen, aber wir gucken mal. Ich zeige euch mal so ein bisschen. Ebenes Feld. Eine einfache ebene Karte, um Standardrennstrecken zu üben. Genau, das ist die Karte. Da sind dann hier die ganzen Standardrennstrecken, die es so gibt, drauf. Ich weiß nicht, aus welcher Liga. UTT. Ja, MultiGP. Okay. Das ist nice. Aber damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Und Freestyle auf der ebenen Wiese, das machen wir nicht. Dann haben wir hier den FPV-Park. Eine sehr große Karte mit einem Park, einigen Wäldern, einem See, Windmühlen und viel mehr. Im Freestyle-Modus lohnt es sich, die Tastenkombination zurücksetzen zu verwenden, um zwischen den Spawnpunkten zu wechseln. Okay, die habe ich mir einmal kurz angeguckt. Also ist ganz lustig, da ist aber sehr weiträumig und man muss viel durch die Gegend fliegen, um die ganzen Sachen zu entdecken. Ah, guck mal, da kann man einmal zwischen Freestyle und Spielplatz wählen. Nice. Moderne Stadt. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Auf jeden Fall kann man hier zwischen U-Bahn und Freestyle wählen. Winterbergkette. Ach, guck mal, da sind dann auch Autos und alles. Vielleicht starten wir damit gleich mal. Mittelalterliche Burg. Die ist Zugbrückenspaße. Ah, okay, es gibt immer Freestyle und dann haben die Strecken eigene Namen. Cool, da starten wir gleich auf jeden Fall mal rein. Wildweststadt. Auch wieder. Dann ganz verrückt eine Fabrik. Also die Maps sind richtig gut durchdacht teilweise. Nicht alle, aber ein paar davon. Also Fabrik gucken wir auf jeden Fall gleich rein. Küstenstadt, die ist auch richtig cool. Also das hier wäre sowas, da würde ich mir wünschen, irgendwann mal wirklich fliegen zu dürfen. Verlassenes Bahndepot, die hat mir auch richtig Spaß gemacht. Kleine Wohnung, das wäre dann eher was für die Whoop, denke ich. Stadt, da weiß ich nicht, wo der Unterschied ist zu moderne Stadt, aber das weiß ich nicht. Und das hier, New York 1950s, ist die Stadt, die man, oder die Karte, die man runterladen konnte. Die ist aber dermaßen groß, dass ich nicht weiß, ob mein Rechner das schafft, aber da gucken wir auf jeden Fall gleich rein. Wir fangen mal an mit, ja, ich weiß gar nicht. Fangen wir mal mit Bahndepot an. Und zwar Freestyle, Stadt. Die Ladezeiten habe ich noch im Kopf, die sind total in Ordnung. Ja, fantastisch. Und die Grafik gefällt mir auch richtig gut. Sieht so ein bisschen. Ach, guck mal, die Hochleitungen haben auch Hitboxen. Genau, hier ist das Bahndepot und das Coole ist, hier fahren auch Bahnen. Fahren Bahnen im Kreis. Wir können ja mal gucken, ob wir hier eine spotten können. Einmal so einen kleinen Überblick. Guck mal, da hinten ist schon. Da treffen sich gerade die zwei Bahnen. Und ich drehe mich einmal hier, um euch zu zeigen, wie groß die Map so ist. Spielt sich alles hier auf dem inneren Raum ab. Und dann gehen wir mal zu so einer Bahn runter, würde ich sagen. Ja, ich glaube, die Hangtime hier oder die Gravity, die könnte man schon noch ein bisschen runterstellen. Also, ja, wobei, wenn wir runterkommen, fühlt sich das schon relativ nah an der Realität an. Aber wenn man so von weit oben kommt, war das gerade ganz kurz sehr komisch. Also, hier haben wir die fahrende Bahn und das Lustige ist, man kann da auch rein in die Bahn. Und mal in der Kurve noch versuchen, ob wir da reinkommen. Das könnte in einem riesen Chaos enden. Weil das fühlt sich natürlich dann ganz komisch an. Ja, so nicht. So nicht. Okay, jetzt sind wir auf einer Geraden. Oh, jetzt sind wir in der Bahn drin, müssen aber richtig Gas geben. Oh, jetzt sind wir in der Kurve. Das ist ganz komisch, weil wir sind ja in der Luft. Oh Mann, oh Mann. Ob wir hier jemals wieder rauskommen?
Okay, wir sind jetzt wieder auf einer Geraden. Jetzt muss ich schnell hier raus. Mein Gott, ist das verrückt. Oh. Okay, also. Das ist natürlich ein richtig, richtig gutes Gimmick. Dann kann man hier halt rein. Gibt es hier Löcher in den Decken irgendwo? Ja, nicht so wirklich, aber vielleicht ja in einem anderen, Bahngebäude. Alles, ah, da ist das Hauptgebäude. Da müssen wir natürlich auch noch hin und dann springen wir mal zur nächsten Map, würde ich sagen, weil das wird sonst zu langwierig hier. Ja, hier gibt's. Oh yeah. Was ist heute nur wieder mit diesem FPV-Hans los? Noch vor einem Jahr wäre sowas undenkbar gewesen. Wow! Alles klar, das war das Bahndepot. Wir gehen zur nächsten Map. Und zwar Strecke wählen. Gehen wir mal direkt in die verrückte Fabrik rein. Oh Gott, habe ich jetzt eine Rennstrecke ausgewählt? Ich habe es nicht... Ist nicht auf dem Schirm, leider. Ah, die lädt schon ein bisschen intensiver. Okay. Uiuiuiui. Wo sind wir denn hier? In so einem Nebenraum? Ja, genau. Hier wird nämlich richtig hart gearbeitet. Oh, jetzt hat es gerade hier ein bisschen geruckelt bei mir. Guck mal, die Roboterarme. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Und dann denkt man, ah cool, so eine Fabrik. Aber ist das denn schon alles? Und dann fliegt man hier raus und dann ist hier ein ganzes... Jetzt wollte ich gerade ein Kraftwort benutzen. Ist hier ein ganzes Fabrikgelände, was auch noch einiges... Ja, jetzt ruckelt es aber hier schon bei mir mit meiner epischen Auflösung. Was einiges an Spielmöglichkeiten mit sich bringt. Oh, das tut mir sehr leid. Ich fliege gerade mal ein bisschen weg vom Geschehen. Mal da hinten hin. Können wir gleich auch mal auschecken, das muss ich ja auch immer machen, was, ja genau, was passiert, wenn man an den Bildschirm rankommt. Und da haben wir es jetzt gerade gesehen, da wird einfach wie bei einer analogen Brille das Signal ein bisschen schwach. Ach guck mal, oben haben wir eine kmh-Anzeige und eine G-Kraft-Anzeige. Ah, 5G kurzfristig erreicht, was man wohl hier mit einer richtigen Drohne machen kann. Und nicht mit einer cheap oder weak 5-inch Drohne. Eine schwache Drohne. Ja genau, also hier gibt es ein schönes kleines Außengelände. Und dann diven wir jetzt noch einmal hier in die Fabrik rein, fliegen einmal durch und dann geht es schon zur nächsten Map. Ich glaube, die Küstenstadt wollen wir auf jeden Fall noch angucken. Das ist vielleicht auch eher so die Map für eine Tiny Whoop dann, wenn man hier wirklich richtig Spaß haben will. Würde ich auf jeden Fall auch nicht nein zu sagen, wenn mir das im echten Leben jemand anbieten würde, mal so ein Teil zu fliegen hier, also in so einer Fabrik. Upsa. Alles klar, weiter geht's. Wir verlassen die Map. Und die Küstenstadt, da wollte ich noch unbedingt mal hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, habe ich hier keinen Map-Editor gesehen? Hier, das ist so eine wunderschöne kleine Küstenstadt an der Klippe, wie man die aus dem... Italien, Spanien, Griechenland Urlaub kennt. Und da hinten steht sogar noch ein Piratenschiff. Also, was willst du mehr? Oh, ich habe gedacht, dass... das können wir besser, ne? Jawohl, ja. Fliegen wir mal zu dem Piratenschiff und gucken uns das dann hier aus der Ecke an. Man kann tatsächlich auch zu den Inseln da hinten noch fliegen. Das habe ich auch schon ausprobiert, aber... da war dann auch einfach nichts anderes. Hier ist die schöne Küstenstadt. Ach, guck mal hier, mit so einer Burg noch dabei. Eine Burgruine. Da lassen sich mit Sicherheit ein paar schöne cinematische Aufnahmen machen. Oh Mann, das hätte so schön werden können. Schön mit so einer Drehung angefangen.
Oh ja. Yeah. Nice. Okay. Wunderschöne Küstenstadt, ne? Man hat, kann hier... Oh, was ist hier? Haben wir hier noch irgendwo einen geheimen Tunnel oder sowas? Nein. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. So. Kann es sein, dass hier überhaupt keine Musik ist in dem... im eigentlichen Spiel. Im Menü war so diese aufdringliche Musik und die ist jetzt einfach weg. Alles klar, jetzt würde ich sagen, gehen wir noch zu einer Rennstrecke und das machen wir einfach mal. Was haben wir denn hier noch? Nicht kleine Wohnung. Stadt, nee, moderne Stadt, FIFA, ebenes Feld. Ah, ist so schwer. Machen wir mal hier. Zugbrückenspaß, Strecke, beste Runde, Streckenrekorde. Ah, doch, hier unten ist ein Streckeneditor. Das heißt, man muss zu einer Map gehen und dann da den Streckeneditor auswählen. Mit Startschuss. So, gucken wir mal, was hier geht. Habe ich direkt das erste Gate verpasst, oder was? Ach, da ist ein echtes Gate gewesen, okay. Also, nee, habe ich komplett alles verpasst. Muss mir diesen Streifen mal angucken. Ah, okay, es geht oben drüber. Es geht hier nicht auf Zeit. Und ich glaube, mir beim Racen zuzugucken, ist auch eh jenseits von Gut und Böse. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall schön mit einer Steel Drum untermalt. Nee, das ist nicht meine Rennstrecke. Das lassen wir einfach sein. Ich würde sagen, wir gehen mal auf das ebene Feld und gehen da in den Streckeneditor, bevor wir uns hier verhaspeln und irgendwie rennen. Versuchen zu gestalten. Es gibt ja, also im letzten Sim, den wir hatten, da konnte man ja ganze Maps generieren. Das ist jetzt die Frage, ob man hier nur die Gates positionieren kann auf den Maps oder ob man auch richtig, okay, ich sehe schon, man kann hier Gates, Orientation, Barrieren messen kann man hier. Dann gibt es hier Bäume, Miscellaneous, also Verschiedenes. Da gibt es zum Beispiel... Okay, wie kann ich denn mich hier bewegen? Ah, okay, mit der rechten Maustaste gedrückt kann ich mich umgucken. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich mich irgendwo hin bewegen kann. Ah, was gibt's hier? Autos. Setzen wir auch mal eins hin. So ein Rohr hier. Ne, ich baue immer die Maps so, wie sich die ein Profi vorstellt. Machen wir hier noch dieses Dive Gate aus der Antike. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Boden dazu. Sieht gut aus. Ein Stein. Ja, den müssen wir ein bisschen anheben. Sonst stört er da. Und natürlich ein Pfeil. Das können wir nicht. Der ist ein bisschen falsch. Der muss so... So muss der sein. Alles klar. Müssen wir hier einen Startpunkt setzen, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Speichern. Ah, Streckenname. Den nennen wir FPV Hans. 3 Runden. Ne, das ist ja eine Freestyle-Strecke, daher brauchen wir auch keine Runden. Speichern. Okay, dann gehen wir raus. Bist du sicher, die Strecke gelöscht werden soll? Nein, abbrechen. Wo kommen wir denn hier wieder raus? Ah, zurück zum Hauptmenü. Okay, jetzt gucken wir mal bei den Strecken. Ebenes Feld, FPV Hands, Start. Gucken wir uns mal unser Meisterwerk nochmal an. Ja, nice. Aber wo ist der Felsbrocken? Das sah gerade alles viel größer aus. Wir waren aber auch näher dran. Und ich habe nicht rausgefunden, wie man sich bewegt. Ah, guck mal, da ist unser Fels und der Pfeil. Wunderbar arrangiert. Und hier oben ist das Windrad. Träumt ja jeder FPV-Pilot von, sich einmal mit einem Windrad zu drehen. So, haben wir jetzt absolviert. Ja, viele Wagemutige, die das auch im echten Leben machen und damit den Ruf unseres Hobbys aufs Spiel setzen. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn man dafür verantwortlich ist, so eine Windkraftanlage außer Gefecht zu setzen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, aber ist auch
gar nicht so cool, wenn es dann doch mal passiert, ne? Ich weiß es nicht. So. Unsere Map sieht ganz gut aus. Jetzt gehe ich noch einmal hier zu dem Dive Gate. Das ist ja nicht umsonst das Dive Gate. Guck mal, ob ich das überhaupt treffe. Jawohl. Ja, das Kollisionsverhalten ist hier auch sehr vergebend. Das gefällt mir. Bisschen anders als bei dem, wie hieß der, Uncrashed? Da war das so eine Flipper-Charakteristik. Und hier stößt man einfach so ein bisschen da dran und dann ist man wieder weg. Vielleicht schaffe ich es auch noch durch das Rohr und dann kommen wir schon zum Fazit. Oi, 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 oh. So. Alles klar. Ja, so, verlassen. Audio. Musik ein bisschen lauter fürs Fazit. Ja, der AI Drone Simu. Ein ausgelesener Simulator aus der... Nein, Spaß beiseite. Der hat mir richtig gut gefallen. Ich bin zwar noch total... ja, es gibt noch ein paar Simulatoren mehr. Und da gibt es auch welche, die ich noch bevorzuge. Vielleicht, weil ich die schon länger kenne oder spiele, aber mein Liebster ist das jetzt nicht. Aber der spielt auf jeden Fall vorne mit. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Taktung da die Updates kommen und was da noch geplant ist. Ein Multiplayer-Modus habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen. Das fehlt dann natürlich. Aber hat Spaß gemacht. Und wenn man sich das jetzt hier nochmal anguckt mit den Modelleinstellungen, also man kann sich selber, glaube ich, den Traumcopter erstellen in alle Richtungen. Also ich stehe immer da drauf, wenn die so fliegen wie meine ollen 4S ohne Tuning Copter. Aber es gibt ja auch Leute, die haben dann Bock, mal so richtig heftige Copter zu fliegen. Dann geht die Propellergröße hier einfach mal auf 20 Inch. Ja, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Müsste man vielleicht die Rahmenlänge auch ein bisschen anpassen noch. Aber man kann hier auf jeden Fall alles Mögliche rumspielen und ich denke, dass sich das auch alles auf das Flugverhalten auswirkt. Ein super, super Simulator. Ob der jetzt seine 25 Euro wert ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick kriegen. Ja, und ich spiele jetzt noch eine Runde, während ihr nicht mehr zugucken könnt, befürchte ich. Ja, ich hoffe, ihr habt euch ein Bild gemacht. Lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da und für übernächste Woche, ich warte nämlich gerade ganz, ganz dringend auf einen neuen Simulator, der erscheint, und zwar der Liftoff Micro Sim oder Tiny Whoop oder Micro, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der soll am 30.11.2021 erscheinen und da arbeite ich mich gerade so drauf zu. Das heißt, nächste Woche kommt nochmal ein anderer Simulator und übernächste Woche können wir dann wahrscheinlich schon samstags mit dem Tiny Whoop Liftoff Simulator durchstarten. Da freue ich mich seit Wochen drauf. Ja, ich habe alles gesagt, wahrscheinlich auch mehrfach. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr noch einen Simulator habt, den ich noch nicht getestet habe, den ihr aber gerne mal getestet haben wollt, dann schreibt mir den Namen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer FPV Hans. Tschüss.